Herzlich willkommen zu AMSI 2 mit dem Mod Busbetriebssimulator auf der Map von Berlin-Spandau. Wir fahren heute die Buslinie N33 von der Stadtgrenze bis zur U-Bahn-Haltestelle Altstadt-Spandau. Bereiten wir erstmal den Bus vor. Den Bus, den wir fahren, ist ein I-280-Gitarre. Wir brauchen ein bisschen, bevor er startet oder allgemein gestartet hat. Erstmal nicht in den Bus reinbringen, wie das man auch wunderbar was sehen kann, obwohl die auch relativ spärlich ausgestattet ist. Heizung an. Habe ich ihn gerade ein bisschen rumgespielt, da der Bus bei mir noch relativ neu ist und ich auch noch ein bisschen mit dem gefahren bin. Ich muss das Tuch wegnehmen, damit wir besser Gewicht auf der Straße haben, Partner, alles Mögliche, auspacken. Ja. Und dann den ersten Gang einlegen. Der Bus besitzt nämlich eine Gangschaltung und keine Automatiksteuerung. Und sie sagen, auf dem Gas und warten, um Druckluft aufzubauen. Und nebenbei kann man schon mal den Fahrplan einstellen, der hier nochmal eintippen. N33 U-Bahn 1 war sicherlich auch so. Das war U-Bahn Spandau, aber nicht Altstadt, ne? Gucken, ob die Fahrgäste es dann überhaupt noch so angeht. Erstmal weiter auf die Daten geladen. Das ist damit die Leute auch wissen, wohin der Bus allgemein überhaupt fährt. Und hier haben wir welche. Genau, genau, das Stück. Hier sind wir welche. Muss man in die Außenperspektive des Busses gehen. So kann man auch noch mal genauer sehen, dass es auch noch nicht ist. Jetzt sind wir hier vorne, auf der, wo wir jetzt ein bisschen vorne sind, auf der linken Seite, vorne jetzt noch sind, ist hier eine kleine Kappe. Die geht ein bisschen mehr drauf. Und da befindet sich die Kürze drin. Thank you.
Nicht, so wie ich es gedacht habe, wie ich es schon mal geahnt habe, wahrscheinlich nicht. Nehmen wir irgendwas, was in der Nähe dort liegt. Da haben wir. Wie ihr sicherlich auch schon gesehen habt, dass wir ich ja schon hier mit dem spielen und die Namen halt nicht mehr sind, die auch nicht verrichten werden, da ich ein Freund von den Bewerbung. Das ist hier ein Sicherungsbus. Der hat 6 Gänge. Und den Bus ausrüsten auf die Rüste einliegen. Weil damit kann man auch das Getriebe besser schonen. Morgen. Nicht so wie bei anderen Fahrzeugen, die man es zwar irgendwie sonst auch gibt, die normalerweise wenn man das so Höchstgeschwindigkeit bekommen, was halt natürlich dann auch nicht gerade angenehm ist für die Fahrgäste. Also die Fahrqualität wird dann erheblich beeinträchtigt. Die auch dann in fast allen sowjetischen Partnerländern ausgeliefert wurden. Also zum Beispiel wie die DDR oder auch zum Beispiel China. Ich fahre ja hier mit der Tastatur, wenn ich nur denke, dass ich
nicht. Und so kann man auch dann Unfälle bauen. Moin Ingo. Mir war gar nicht bewusst, dass ich den Verbrecher auf den Stein habe. Können Sie die Heizung anmachen, bitte? So, ich habe keine Ahnung, aber die Heizung scheint von diesem Durchdruck eben etwas schwacher. Vielleicht habe ich die Heizung abgehalten. Ob die auf anderen Gruppen gefahren sind, die auch Gedankenschaltung haben. Das ist wesentlich besser, also die Bremse greift wesentlich besser, wenn der Gang drauf ist. Wenn der Gang drin ist, dann eine Fahrkarte bitte. Fahrkarte. Dankeschön. Der erste am heutigen Tage.
Da sind wahrscheinlich die Geschmäcker auch wieder anders, aber einige mögen die Milch oder andere Städte nicht und andere mögen wiederum die mögen und so weiter und so fort. Gesehen habe, ist es wahrscheinlich noch größtenteils auch nur eine Nachtlinie, die nur in der Nacht passiert. Das schätze ich zumindest. Ob es die Linie heute noch gibt, weiß ich nicht. Thank you.
übrigens, die Kollision ist auch hier noch wieder mit an. Damit es ja wie im echten Leben, wenn man irgendwo gegenfährt und nicht einfach durchfährt und keine R bekommt. Falls, wenn ich ja keine Unfälle baue, könnt ihr euch auch wieder darüber ein bisschen aufregen. Ja, dann glaube ich hier zum Beispiel. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt gucken wir noch das Endergebnis an, wie wir gefahren sind. Die Endergebnispunkte. Eine Haltestelle sind wir zu früh abgefahren. Auweia. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich einen Fahrerflucht begonnen habe. Oh, du meine Güte. Nun ja, es war mir dann eine Freude, mit euch heute zusammen den Icarus-Bus I-280 fahren zu fahren auf der Map Berlin-Spandau. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mein Name ist Jürgen Grund und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen.